Cricket gibt's manchmal Wunder, Diane. Und immer eine Chance, dass es zu regnen beginnt. Nicht, wenn man auf die Wetterkarte sieht. Trocken und sonnig heißt die Parole für die nächsten paar Monate. Kein solches Glück in Malaysia, wo die Kasabi-Golferin Brenda O'Meara unter extrem nassen Bedingungen den Cup verfehlte. Vielleicht sollten wir nächste Woche lieber dich schicken, um die Abschläge von den Tees zu machen. Da ist eine Nachricht auf meinem Handy. Das war's vom Sport heute Morgen. Dies ist eine automatische Erinnerung, gesendet von... Shit, die Sporthalle. Und wir sind natürlich bald mit weiteren Schlagzeilen zurück. Richtig, Ryan. Die wichtigsten Schlagzeilen hier, jede Stunde. Dies ist Diane D'Amato für Channel 8. Und ich bin Ryan Russell. Danke fürs Zusehen. Wonkas habe ich schon seit ich 4 bin. Dad kaufte ihn mir, nachdem Mom gestorben war. Hallo, Wonkas. Zoe, möchtest du ein Spiel spielen? Nicht heute, ich bin nicht in Stimmung. Oh, okay. Langweilt dich das nicht, hier immer nur in meinem Zimmer zu sitzen? Mich schon. Ich langweile mich nicht. Ich denke eine Menge. Wirklich? Was denn? Über die schönen Zeiten, die wir miteinander hatten, Zoe. Diese Erinnerungen machen mich glücklich. Wonkas, das ist traurig. Warum? Ich wurde nicht programmiert, um mich schlecht zu fühlen, Zoe. Ich wurde programmiert, immer glücklich zu sein. Du Glücklicher. Ich wünschte, ich wüsste, was das für ein Gefühl ist. Wie lauten die Schlagzeilen heute? Gagan Galanka wurde letzten Abend mit dem chinesischen Model Vivian Su in Europolis, in dem protzigen Nachtclub Bitte, gesehen. Augenzeugen sagten... Nein. Die nächste Story, bitte. Der Kasavi-Playboy Baptiste Messot schockierte seine Zuschauer mit... Überspring die Klatschspalten. Gibt's nichts anderes? Es stellte sich heraus, dass der Bingo-Diätwahn mehr Kalorien hat als... Gibt es keine richtigen Nachrichten? Du hast mich auf Unterhaltungsnachrichten, Schlagzeilen und Schlankheitskuren programmiert, Zoe. Wenn du meinen Newsfilter anders programmieren willst, ist das ganz einfach. Ah, nein. Ich glaube, dass ich mir einen Newsfeed-Zugang einrichten werde. Was steht denn heute auf meinem Terminplan, Wonkas? Nun, da wäre die Sporthalle um 11.30 Uhr. Richtig. Und danach? Und die Party heute Nacht. Es gibt nichts davor? Nein, Zoe, das ist alles. Ich brauche wirklich einen neuen Job. Ich muss mich auf die Socken machen. Bist du sicher, dass du kein Spiel spielen willst? Wir haben so lange kein Spiel mehr gespielt. Tut mir leid, Wonkas. Ich hatte in letzter Zeit keine Lust, Spiele zu spielen. Wie du willst. Dieser Schrank ist definitiv nicht groß genug für mich. Ich wollte schon immer einen richtigen Ankleideraum haben. Diese Klamotten sind sauber, denke ich. Ich habe meinen Rucksack nicht mehr verwendet, seit ich mit Reza in Norwegen war. Da kann ich meine Kissen stapeln.
Ich musste Dad 1 Million Mal nerven, ehe er mir dieses Im-Fenster-System kaufte. Er glaubt, dass ich zu viel Zeit vor dem Fernseher verbringe. Da hat er nicht Unrecht. Central. Screen aus. Ich habe zuletzt so viel Zeit auf diesem Ding verbracht, dass es ein Wunder ist, dass mein Hintern noch nicht wie ein Ballon aussieht. Ich hatte ein paar Freunde hier, am Dienstag war das, oder? Ich hätte danach wirklich aufräumen sollen. Was bin ich froh, dass ich das Badezimmer nicht mit Dad teilen muss. Er ist chaotisch. Mein liebster Platz in der Welt. Ich nehme die längsten Duschen. Ich meine, was kann man sonst schon tun? Wir haben einen Service, der sich um das Haus und die Wäsche kümmert, aber der kommt nur einmal die Woche vorbei. Guten Morgen, Zoe. Dad! Was tust du noch zu Hause? Meinen Kaffee trinken? Der Zug fährt nicht vor 1 Uhr und ich dachte, dass ich zur Abwechslung noch ein wenig schlafen könnte. Zug? Welcher Zug? Der Zug nach Bombay. Bombay? Ach du lieber Gott, Zoe, hast du das schon vergessen? Wir haben am Dienstag darüber gesprochen. Ich mache eine Dienstreise nach Bombay. Erinnerst du dich? Ach, Bombay, richtig. Ich dachte, das wäre nächste... Warte, ist heute Donnerstag? Wie erbärmlich das ist. Ich weiß nicht einmal mehr, welcher Tag es ist. Nun, wenigstens bist du Vormittag wach. Das ist ja schon etwas. Hast du irgendwelche Pläne heute Morgen? Ich meine, was davon noch übrig ist. Ich gehe ins Training. Siehst du? Du hast doch noch eine gewisse Hingabe für etwas. Entweder das oder ich studiere wieder die Stellenanzeigen und werde depressiv wegen all der Jobs, für die ich nicht qualifiziert genug bin. Wenn du so empfindest, warum gehst du dann nicht wieder auf die Schule? Dad, fang nicht wieder damit an. Es tut mir leid, Zoe, aber ganz offensichtlich bist du hier nicht glücklich. Ändere deine Situation. Biotech ist nicht das Einzige, was Kapstadt zu bieten hat. Himmel, warum willst du die Universität nicht wechseln? Ich werde dir helfen. Bombay hat eine großartige Schule für Biotechnik. Ich könnte vorbeischauen, während ich dort bin. Wir hatten diese Diskussion bereits. Ich wünschte, es wäre so leicht. Bist du der Meinung, es fehlt mir an einem Ziel oder an Ambitionen? Nun, ich weiß einfach noch nicht, was ich will. Würdest du bitte Verständnis dafür aufbringen? Ich brauche Zeit. Okay, ich werde dich nicht drängen. Ich bin glücklich, dich wieder daheim zu haben, Zoe. Ich hasse es nur, dich so zu sehen. Ich auch, Dad. Ich auch. Was machst du eigentlich in Bombay? Wir unterzeichnen einen Vertrag wegen der neuen Biotech-Ausrüstung und sie brauchen mich, um die andere Seite einschätzen zu können. Oh, das hört sich wirklich, wirklich langweilig an. Ich dachte, dass du mehr im Labor arbeiten wolltest. Das tat ich und das tue ich. Das passiert eben, wenn du befördert wirst. Geschieht dir recht dafür, dass du so eifrig warst. Wann kommst du denn zurück? Ich bin nicht sicher. Es könnte ein paar Tage oder auch 2 Wochen dauern. Wirklich? 2 Wochen? Dann habe ich das Haus für mich allein. Ich meine, ich muss 2 Wochen allein sein? Ja, und wir sprachen auch am Dienstag darüber. Oh, entschuldige. Meine Gedanken waren gerade anderswo. Genau, was ich sagte. Kaufst du mir etwas in Bombay? Etwas Exotisches? Vielleicht so etwas wie einen Wecker? Lustig. Wie geht es mit deiner Arbeit voran? Bist du in Ordnung? Weißt du, ich erinnere mich gar nicht mehr an das letzte Mal, als du mich nach meinem Job gefragt hast. Wir sprachen darüber nicht viel. Zoe, darüber haben wir noch nie gesprochen. Wann hast du dich jemals für meine Arbeit interessiert?
Ich weiß es nicht, vergiss es. Ich habe einfach nur versucht, nett zu sein. Ich schätze diese Geste, Zoe. Die Arbeit läuft gut. Meine Beförderung hält mich ziemlich auf Trab. Ich hab's bemerkt. Wir haben seit dem Weihnachtsabend nicht mehr zusammen gegessen. Es tut mir leid, ich bin gerade dabei, mich einzuarbeiten. Sie haben mir eine Menge Verantwortung übertragen. Ich weiß. Mach dir keine Sorgen darüber, okay? Ich bin froh, dass die Dinge in deiner Arbeit so gut laufen. Also, gibt es bei deiner Arbeit irgendwas Neues? Abgesehen von dieser Reise? Nicht wirklich, nein. Das Ganze ist ziemlich langweiliger Stoff. Komm schon, ich studierte ebenfalls Biotechnik, vergiss das nicht. Ich weiß ganz genau, wie langweilig das sein kann. Das ist wahr. Ich habe vergessen, dass meine wunderschöne und talentierte Tochter dachte, dass es eine gute Idee wäre, in meine Fußstapfen zu treten. Du musst dir darüber keine Sorgen mehr machen. Ich bin jetzt die wunderschöne und talentierte Aussteigertochter. Du hast mit der Tradition in wahrem Castillo-Stil gebrochen. Hör zu, Dad. Würdest du es schlimm finden, wenn ich heute Abend ein paar Leute einlade? Du fragst mich, ob du eine Party geben kannst? Nein, keine Party. Mehr so etwas wie eine Soiree. Ist recht. Ich hoffe, dass es keine Jungs oder Alkohol auf dieser Soiree geben wird. Es wird bestimmt keine Drogen geben. Wie fändest du das? Du weißt, wie man Dinge relativiert, Zoe. Einverstanden. Wann hast du jemals meine Erlaubnis dazu gebraucht? Ich weiß, wie man mit dir spielt, Dad. Das tun alle Töchter auf diese Art, nicht wahr? Ich muss mich beeilen. Ich sollte bereits beim Training sein. Hab eine gute Reise, okay? Du weißt nicht sicher, wann du zurückkommst? Es könnte eine Weile dauern, je nachdem, wie die Inspektionen vorangehen. Und ich muss mich noch um ein anderes Geschäft in Bombay bemühen. Wirklich? Was ist es? Oh, nur Arbeit. Es gibt mehrere Biotech-Zentralen in Bombay und ich muss an einigen Sitzungen teilnehmen. Ruf mich an, wenn es irgendetwas gibt. Wenn ich nicht gleich abhebe, bedeutet es, dass ich in einer Sitzung bin oder innerhalb eines Sicherheitsbereiches. Ich rufe dich zurück, sobald ich kann. Ich verspreche es. Bye, Dad. Mach's gut, Liebling. Ja, ja. Da kann ich meine Kissen stapeln. Olivia liebt es, fotografiert zu werden. Da kann ich meine Kissen stapeln. Dieses Bild wurde in Kapstadt aufgenommen, vor 3 Jahren. Ich sah mir den Campus an. Risa hat mich dabei begleitet. Dad sieht auf diesem Bild nicht sehr glücklich aus. Dad und ich haben ein großartiges System, die Küche sauber zu halten. Wir benutzen sie nicht. Ich koche gar nichts. Nicht, solange es irgendwo Essen zum Mitnehmen gibt. Dad hat immer nur leichtes Gepäck.
Ich denke, das habe ich von ihm. Wir müssen wieder bestellen. Im Kühlschrank ist nichts als Weißwein, schimmeliger Käse und irgendein ominöses, vergessenes China-Zeugs. Wir benutzen das Wohnzimmer kaum. Dad muss dauernd arbeiten und wenn ich zu Hause bin, halte ich mich in meinem Zimmer oder auf der Terrasse auf. Jardin des Roses. Hübsch, aber langweilig. 1 Milliarde Stunden Entertainment verfügbar und nichts zum Angucken. Ich kann mich nicht erinnern, wann Dad und ich zuletzt gemeinsam beim Abendessen saßen. Dads Badezimmer. Wir Castillos lieben unsere Privatsphäre. Ich bin unter der Dusche. Oh, entschuldige. Brauchst du etwas? Nein, nichts, danke. Dad will nicht, dass ich in sein Schlafzimmer gehe. Und ich kann nicht sagen, dass es mich interessiert. Wiedersehen, Dad. Eine gute Reise. Mach's gut, Schatz.